Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum ersten Video im neuen Jahr hier auf meinem Kanal. Diese Full-Body-Stretch-Routine enthält alles, was du brauchst, um endlich 2021 beweglicher zu werden. Take it easy, am Jahresbeginn sind wir immer alle hochmotiviert, neigen aber dazu, auch gerne mal übers Ziel hinauszuschießen. Diese Stretch-Routine ist so konzipiert, dass du sie quasi jeden Tag machen kannst. Ich hoffe, du hast wie immer bequeme Klamotten an. Wir treffen uns auf dem Boden. Bis gleich. Ihr beginnt im Vierfüßlerstand. Ihr bewegt die Wirbelsäule durch, Bauchnabel nach innen ziehen und ihr macht einen großen runden Rücken. Und dann in die andere Richtung. Einmal Brust nach vorne raus, der Blick kann zur Decke gehen. Ein paar Mal hin und her. Wir enden die Übung mit dem runden Rücken, begeben uns nach hinten auf die Fersen und dann einmal in die große Rückenrückbeuge. Hier ist allerdings auch den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen, damit die Übung auch safe für eure Gesundheit bleibt. Geht hier einfach so weit, wie es euch angenehm ist und wenn es erstmal nur das ist. Auf dem Weg zurück über den Vierfüßlerstand, Füße aufstellen, die Knie anheben und hier durch die Füße laufen, ein bisschen die Kniekehlen dehnen, die Füße warm machen, die Schultern stärken. Nach ein paar Malen einmal in den großen Stretch die Schultern öffnen, Kniekehlen öffnen, Fersen Richtung Boden. 10 Sekunden bleiben. Dann langsam mit den Füßen vorlaufen, Oberkörper auf Oberschenkel auflegen, einmal ausschütteln und von hier einmal aufrollen, einmal ausschütteln. Aus dem Stand gehen wir jetzt in eine breite Grätsche, die Füße bilden einen V und wir beugen die Knie und stützen uns leicht auf unseren Knien auf. Wir bleiben hier erstmal ein bisschen dynamisch bewegen, uns ein wenig nach rechts und links, um die Hüfte erstmal an diese ganze Position zu gewöhnen. Und wer sich hier ganz wohl fühlt, kann den Druck auf einer Seite erhöhen und das Knie nach hinten drücken. 5 Sekunden bleiben. Und einmal zur anderen Seite wechseln, den Druck nach hinten erhöhen. 5 Sekunden bleiben. Wieder rausgehen aus der Dehnung, Knie strecken, Füße parallel drehen und in die gegrätschte Vorwärtsbeuge, so tief wie es euch angenehm ist. Wenn ihr erstmal hier hängt, ist das auch völlig in Ordnung.
Und versucht hier 10 bis 15 Sekunden zu bleiben. Versucht ruhig zu atmen. Um aus der Position rauszukommen, die Knie leicht beugen und die Füße nacheinander schließen und einmal in die tiefe Hocke kommen, um einmal alles etwas zu beruhigen. Von hier setzen wir uns auf den Boden in eine Grätsche. Schaut, wie weit ihr kommt. Und ein Arm nach oben und stretch zur einen Seite. Versucht ruhig zu atmen. 10 Sekunden bleiben. Und einmal wechseln, anderen Arm hoch zur Decke lang machen und stretch zur Seite, ruhig atmen. Wieder auflösen. Und nun das Ganze nach vorne. Passt auf, dass eure Knie und Füße nicht nach innen fallen. Einmal nach vorne. Entweder die Hände nach vorne nehmen, die Handflächen nach oben. Oder auf die Unterarme. Oder wer mag, kann sich auch hierher bewegen. 10 Sekunden bleiben. Und langsam wieder auflösen. Von hier nun auf den Rücken und ein Bein an die Brust ziehen. Hier nutzen wir den Atem. Wir atmen ein. Und beim Ausatmen den Oberschenkel an die Brust weiter ranziehen. Einatmen, bisschen nachgeben. Und ausatmen, wieder ranziehen. Noch zweimal, ein nachgeben. Und aus, ranziehen. Ein nachgeben. Und aus, ranziehen. Das eine Bein aufstellen, einmal lösen, einmal ausschütteln und Seiten wechseln. Wir atmen ein und aus, ranziehen. Ein lösen und aus, ranziehen. Ein lösen und aus, ranziehen. Noch einmal. Einlösen und aus, ranziehen. Das Bein wieder aufstellen, einmal auflösen, einmal ausschütteln. Nun die Füße und Knie zusammen, die Arme an die Seite und einmal nach rechts ablegen bzw. links und einmal zur anderen Seite im Wechsel. Hier müsst ihr ganz doll darauf achten, dass vor allem beim Zurückziehen der Bauchnabel nach innen gezogen wird. Damit stärkt ihr vor allem auch den unteren Rücken und eure ganze Core Stability auf gut Deutsch gesagt. Und das hilft euch im Weiteren sehr, um an Armen, Beinen und anderen Stellen beweglich zu werden. Denn wenn die Core Stability stimmt, haben wir die Chance, auch woanders beweglicher zu werden. So, von hier nochmal beide Beine in die Luft. Wir greifen mit unseren Händen nach innen an unsere Füße, lassen unsere Oberschenkel rechts und links am Oberkörper vorbei gleiten.
Die Knie sind gebeugt. Und hier könnt ihr bleiben oder auch ein bisschen flatzen. Oder auch die Knie strecken oder irgendwas dazwischen. Ne? Ihr könnt mal schauen, was euch angenehm ist, ne, und was euch gerade gut tut. Vielleicht bleibt ihr auch einfach hier. Die, die schon etwas beweglicher sind, die können auch hier bleiben. Bauchnabel ist nach innen. Ne? Wir versuchen, den unteren Rücken ebenfalls dann an den Boden zu drücken. Das gibt nochmal einen zusätzlichen Effekt in der Hüfte, was die Beweglichkeit betrifft. Das Gleiche geht natürlich auch im kniegebeugten Zustand. Einmal Vergleich. Unterer Rücken ist oben, unterer Rücken ist unten. Mit gleichzeitigem Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Einmal alles lösen, Beine wieder aufstellen, nochmal ausschütteln. Einmal alles lang, die Arme einmal über dem Kopf. Für wen es angenehm ist, kann auch gerne sich hier unter den Schultern noch ein Kissen runterlegen, um hier wirklich einmal alles schön zu öffnen. Wir atmen dreimal tief ein. Emma kann jetzt noch so liegen bleiben oder sich auch einfach wieder eine normale Position begeben. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, vergiss nicht den Daumen nach oben. Wenn du bestimmte Skills lernen willst, findest du auf meinem Kanal dazu auch noch andere Videos, wie du zum Beispiel spezifisch an deinem Spagat arbeiten kannst. Ich freue mich auf dein Abo. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und bis dahin, ciao!